Ich darf vielleicht gerade sagen, im Juli bin ich fertig. Das war mein letztes Herzensprojekt. Eine grosse Herausforderung, als ich angefangen habe, weil am Anfang waren wirklich Forderungen und Diskussionen, dass man mit der bestehenden Versorgung nicht mehr kommen konnte, dass man einen Haufen bauen musste bis ins Unterwerk. Und das hat man schon ein wenig Kummer gemacht, aber man hat dann ja eine technische Lösung gefunden, von Schildtorenbahn her, dass sich das erübrigt hat. Damit man keine neue Leitung hat müssen bauen von Wilderswil hier auf Möhren, hat der Steuerungsbauer frei eine Batterielösung gebracht und beim Oben-Anfahren mit der Kabine wird Energie produziert. Da wird möglichst viel Energie behalten in diesen Batterien. Und sobald die Bahn wieder bergwärts fährt, sucht das dann wieder aus diesen Batterien und die Leitungen werden ein bisschen geschont. Die EWL-Genossenschaft hat hier für das Projekt 20X6 angefangen mit Einrichten von Baustromverteilern bis zur Sanierung von zwei Trafostationen und einem Kabelzug von einem Mittelspannungskabel auf Chilton. Der Strom für die Versorgung von dieser neuen Bahn kommt in erster Linie vom Kraftwerk Stechelberg, das vor allem im Sommer. Und im Winter, wenn es nicht reicht, kommt dann der Strom von außen hin. Aber als Vertreiber hier in unserem Netz verkaufen wir 100% Wasserkraft. Und das wird auch der sein, was wir im Winter dazu kaufen. Für die Zukunft habe ich das Gefühl, ist die Schildtankbahn sehr, sehr gut aufgestellt jetzt. Neue Anlagen, neue Steuerungen, nachhaltig. Wir fahren jetzt mit 20-25% Ersparnis mit den neuen Anlagen. Für die Zukunft gute Sache.